Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ladebalken ist weg. Also ich habe mir einen Zettel aufgeschrieben, ja, PC Bay Test PC, wieder so, ne, was ich reingesteckt habe, blabiblub, was der gekostet hat. Wir brauchen also im Grunde aufgerundet 1448, die müssen wir wieder rausholen, mindestens. Also 1,5 eigentlich, wegen Material waren 1,4 und ein bisschen, aber meine Zeit, die ich da reingesteckt habe, die will ich natürlich dann auch wieder haben. So. 119, 500, 0, okay. Muss ich hier heute noch was machen? Ja, hab ich nicht. Das ist alles auf dem Weg. Da kriege ich nur die Sachen. Okay, aktuell. Aber langsam geht mir die Weihnachtsdeko auf den Sack. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das wegmachen kann. Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist mein Schrank? Ja, gut. Haut mal in die Kommentarbalken, wie ich das wieder ausschalten kann. Und überlegt euch mal einen Namen, ey, wie wir unsere voll sexy Firma nennen sollen. Das wäre mal witzig. Boah, da lädt aber auch immer lange, ne? Als ob der da wirklich 24/7 schläft. So. Go to the job. Flop on the tab. Flop on the down. Bodycrafting. Arbeit. Budget 250. Okay. Erstmal, ihr wisst Bescheid, erstmal wieder aufgemacht. Dann werden Anschlüsse gesetzt. Und wir wissen dann schon, was Phase ist. Nicht wirklich, aber man kann es erahnen. Okay, da wissen wir auf jeden Fall, was Phase ist. Keine RAM. Okay, nice. Also, nicht nice, aber okay. Rypios 5 V Black 8 GB 3200. Okay. Rypios V Black 8 GB 3200. In den Einkaufswagen und dann werden wir es auch fertig machen. Also erstmal 16 GB RAM will er haben, 3D Mark von 4A. Team Whoop, T4 Stark, Red, 8 GB 2666. Ah, dass die Endertaste nicht geht. Das war doch der 266. Der hier. Oh, wir haben davon sogar noch einen. Sexy Mama. Boom. Das hat mich nothing gekostet. Habe ich seinen vielleicht auch? Oh, nun kaputten von dir. Naja. Dann machen wir erstmal mit dem hier weiter.
dann müssen wir erstmal checken, was bei dem Rechner Phase ist. Ihr wisst es. Ich bin gespannt, nach wie viele 100 Folgen uns der Rechner eigentlich erstmal überhaupt gehört. Nein. Ja, können wir bestimmt. Ja, müssen wir ja machen. Aber natürlich. Ballern wir auch mal drauf für die anderen Rechner, falls wir wieder einen neuen bauen müssen. Save the first. Aber eigentlich kann ich gar keine 5 mehr erreichen, weil die anderen mit 1 Stern und so. Na, ist egal. Ja. Wir schmeißen alles drauf. Und die, ja, wir tunen auch die RAM. Aber schauen erstmal, wie er läuft. Ach nee, das ändert, glaube ich, gar nichts dran. Oder? Ja. Aber Entferntaste drücken wir jetzt. 3, 2, 1. Der hat eine SSD mit 480 GB und er lässt laufen über die 320er. Das ändern wir sofort. Da soll er alles neu installieren. Ist egal, da war eh nichts drauf. Das geht so nicht, Freunde. Das geht so nicht. Müssen wir direkt mal ein bisschen motzen. Läuft doch gefühlt viel schneller. Und jetzt sagen wir ja. Drei, zwei, eins, go! Bam. Bam, bam, bam. Hat er gespeichert, ne? Ja, okay, perfekt. Aber nichts geändert, also scheißegal. Sehr schön. Dann machen wir erstmal einen Grundtest. Dann können wir ja später sehen, was da Phase ist. So. Erstmal gucken wir PCB an. Auktion abgeschlossen. Letztes Gebot. Gar nichts. Also ich fände es cool, wenn ich die Sachen selber reparieren könnte, dass man da so reingeht und dann so bzz, 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 und dann ist wieder heile oder so. Ne? Das wäre geil. Aber die wollte gar keiner haben. Oh, 2 Dollar. Na, immerhin. PC mit AMD Ryzen 5, 6 Core, DFL, Wii 9. Gott, wie hieß denn der, den wir hatten? Ach, den habe ich dafür ja selber hochgebaut. Ja, dann kann es der hier nicht sein, oder? Jedenfalls, Auktion ist auch beendet. 669 Euro haben wir für den bekommen. Naja. Auch abgeschlossen. Die Dinger auch abgeschlossen. Ein. Was hat denn der hier drin? Ist der hier? Was hat die Grafik gekostet? 350? Könnte sogar der hier sein. Naja, gucken wir mal, warten wir mal ab. Hier sind immerhin schon mal 200 Dollar, die geboten werden. Und da 261. Das war's, mehr haben wir gar nicht. Oh. Ich
überlege gerade, ob wir den kaufen sollen. Ob wir den kaufen sollen. Nice sieht er ja aus. Ich glaube, man sollte alles an PCs kaufen. Ja, jetzt haben wir den auch gekauft. Klar sind wir damit in Minus. Aber wenn wir den aufrüsten und wenn wir den reparieren können und verkaufen, für statt 400, 600 oder 700, dann haben wir auf jeden Fall Plus gemacht. Aber egal. Hi Leute, ich brauche einen neuen PC und hörte, sie führen derartige Aufträge durch. Ich benötige 60 Bilder in Sidemeyer Civilization. Was? 80 Bilder? Ah, empfohlen, okay. PSU ersetzen, RAM ersetzen. Bis morgen abschließen. Ja, dann kriege ich doch erst morgen. Also, heute dann. Oh. Was hat denn da für eine PSU? PSU. Ja, genau. Ich dachte gerade CPU, aber nein, PSU. FSP Hydro. FSP Hydro. Und welche hast du da? PTM 650 und die RAM DLFR. Ich bin ein Ja, du klickst immer falsche Links, Junge. Also die RAM DFL Motiv. DFL Motivator 824. Einnehmen, ich hab schon bestellt die Sachen. Läuft, Bro. Hilf mir bitte. Kunststoffblau, habe ich die schon? Ja, wir haben schon eine ganze Menge von den Farben. Wir haben ganz wenig Farben. Es ist echt noch eine Menge, was es gibt an Farben. Alter. Dann machen wir mal die Reihe hier voll. 300, 400, 500. Machen wir mal die Reihen hier voll. So, dann haben wir jetzt 500 ausgegeben für die Sachen, für die Spielerei. Ja. Nehmen wir aber an, weil kommt ja irgendwann. Hallo, PC, defekter PC. 432. Aber den werde ich tatsächlich mal nur reparieren, ohne ihn neu zu kaufen. Preis aber ja. Ja, aber die reparieren wir, stellen die rein und fertig. Motzen tun wir die nicht, weil ich glaube, das lohnt sich nicht. So. Okay, also es kommt alles an. Dann würde ich sagen,
Nächster Werktag, ja. Ey. Dann würde ich aber auch noch den PC zusammenbauen wollen. Aber lass uns das mal in der nächsten Folge machen, Freunde. Dann bauen wir mal den PC zusammen und dann schauen wir uns das Ganze mal an, was dabei so herauskommt. Und was wir überhaupt dafür brauchen. Ich überlege ja, mein All-Day zu bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht, aber ja. Das ist erstmal eine Überlegung. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Sweet One Web. Ciao.